zeige euch mal den Server, um den es geht. Diesen Server hier wollen wir heute im laufenden Betrieb ungefähr 7 Kilometer weiterziehen. Wir haben ein fast redundantes Netzteil mit nur einem Stromanschluss und haben hier ein Modul von diesen beiden Gleichrichtern schon mal rausgezogen. Und da ist jetzt gerade Robert dran und wir gucken mal, ob wir temporär durch den Lüfter ein Stromkabel direkt auf der Platine auflöten können, um diesen Server dann während des Umzuges mit einer USV aufrechterhalten zu können. Wir werden sehen. Gucken wir mal, was Robert macht. Unglaublich. Gerade in diesem Moment hat Robert das Leistungsnetzteil aus diesem Gleichrichter ausgebaut. Er hat nur ein paar Schrauben gelöst und diesen Stecker hier von der Platine gelöst. Da kommt er drauf. Sagenhaft. Jetzt muss also Robert nur noch diese Buchse hier auslöten, über die das Netzteil seine Netzspannung bekommt. Dann löten wir noch ein Kabel drauf und dann sind wir schon fast fertig, Robert, oder? Juhu! Ja, das ist Henrik. Und Henrik hält das Netzteil in der Hand, das wir gleich mal in den Server stecken wollen, den wir im Betrieb ungefähr 6-7 Kilometer weit transportieren wollen. Problem, Server hat nur einen Stromanschluss, deswegen muss man das Netzteil ein bisschen modifizieren. Das haben wir vorhin schon dokumentiert. Und hier haben wir noch eine professionelle Stromverlängerungssystem, könnte man sagen, für die Hauptstromversorgung des Servers. Und dahin ist der Herr Böttger. Herr Böttger von der Firma NTC hat freundlicherweise eine sehr leistungsstarke USV zur Verfügung gestellt. Genau. Sehr wichtig. Diese gute Anlage wird jetzt für den Transportweg die Spannungsversorgung des Servers übernehmen. Wir zeigen nochmal, wie das ganze Gerät dann aussieht. Oh, auch hier auf dieser Seite schon Werbung. Jetzt natürlich in Spezialverpackung. Selbstverständlich. Also für den Weg geeignet. Herr Pollock, wie geht's denn weiter? Ja, wir sind aufgeregt und es geht jetzt darum zu testen, ob dieses Netzteilmodul mit dieser externen Spannungsversorgung und Server überhaupt funktioniert und sozusagen den Betrieb des Servers aufrechterhalten kann. Wenn nicht, ist das Projekt hier ganz schnell beendet und ich hätte die Kamera auch nicht aufladen müssen. Nicht wackeln. Ja, ich will nur, dass man die Kabelladen die Punkte und jetzt sieht. Stecke ich diesen auch in die Dose. Einverstanden? Aber nicht in die Dose. Okay, Achtung! Das sieht gut aus. Achso, ja, was wir hier machen ist, wir wollen mit einer UMTS-Karte diesen Laptop hier online sein mit einer OpenVPN-Verbindung zu einem Server, über den wir dann wiederum die echte IP-Adresse dieses Servers bekommen, den wir hier heute umziehen. Meint ihr, ob noch Zeit ist nachher irgendwo bei McDonald's was essen zu gehen? Mit dem Server, ne? Ja. Da dann noch das Telekom-WLAN zu hacken. Also, der Wagen ist prädestiniert für McDrive-Einsätze. Vorsichtig mit dem Stecker. Ganz gut, wir fahren mal. Ja, wir nehmen den Wagen. Wir nehmen auch schon mal den Wagen. Das heißt Harry. Wir haben ja da vorne ja gerade noch eine Weltkugel, wie ich sehe. Können wir noch mal kurz anzeigen, von wo, Herr Böttger, von wo nach wo wir umziehen? Ja, das machen wir gerne. Wir haben dafür hier diese Karte vorbereitet. Man muss sich vorstellen, wir sind jetzt genau südlich von Dänemark. Das ist hier, wo Hamburg steht. Und wir wollen quasi von dieser Ecke in diese Ecke umziehen. Ja. Ich nehme meine Mütze. Und wenn man einen Webbrowser öffnet hier mit dem PDA, so dann ist die Seite sogar geneigt, da ist sie frisch geladen. 6 Jahre, 7 Monate, 17 Tage, 18 Stunden, 17 Minuten, 44 Sekunden online. Wir sind immerhin schon knapp 60 Meter gekommen. Das ist noch kein anderer. Würde ich behaupten. Wie weit wir den jetzt fragen, ist ziemlich egal. Ja, dann gehen wir ins Rödingsmarkt. So, wie wir sehen, es ist jetzt 5 vor 8. Wir haben die U-Bahn, wo sind wir jetzt hier eigentlich? Rödingsmarkt. Rödingsmarkt erreicht.
zwei Minuten kommt die U-Bahn. Ja, wir packen gleich mal. Läuft der noch? Ich guck gerade mal. Wir waren eben bei 18 Stunden 20 Minuten. Und ja, jetzt sind wir bei 18 Stunden 37 Minuten. Okay. Die U-Bahn kommt. Mit Barriere geht es. Nee, du musst ja, das passt schon. Ich fasse hier mal mit ran. Okay. Vorsicht. Ja, hab schon. Du musst so rum. So, jetzt wird schön die Folie wegmachen. Vorsichtig mit dem Wasser. So, wir sind angekommen, Berliner Tor. Vielleicht kann man das ja sehen. Berliner Tor. Die Uhrzeit. Ja, 7:30 würde ich sagen. Ich werde hier gleich einfährt. Wir werden uns ein bisschen davor stellen. Genau. Oder wollen wir die Folie nicht schon wieder drüber machen, weil wir da nicht so viel Kabel und Sachen sehen. Da haben wir nochmal die Uhrzeit, oh, es wackelt schon mal ein wenig. 7:45. Und wir machen mal wieder Freundchen. Haltestelle Berliner Tor, der Server läuft. So, wir sind Hammerkirche, Uhrzeit, Uhrzeitcheck, 20:00. Komm mal nicht. Starken Männerverfrage. Wie sieht es aus von hinten? Das macht euch echt gut. Einfach so aus Spaß. Wenn wir treu sind. Das ist besser. Wir haben es jetzt 8:27 Uhr. Sehr gut. Wir sind also noch gut in der Zeit. Was sagt die USV? Perfekte Spannung. Da kann man das ja nochmal einfangen. Ja, noch volle Load. Ja, 100% sieht er da aus, ne? Genau. Wir hatten ja noch die Idee, die Mikrowelle mitzunehmen. So eine heiße Hexe. Nur noch wenige hundert Meter vom Ziel. Nicht mal mehr. Wir sind da. Oh, hier ist er schon. Fast, wir haben vorbeigezogen. Wie hätte das noch passieren können? Wir sind kurz nach 9 dabei, den Server jetzt wieder einzubauen. Hier wird jetzt. Und jetzt ziehen wir die USV raus. Ganz klar, es piept wieder, man hört es leicht. Ja. Jetzt kommt das temporäre Netzteil wieder raus, weil das müssen wir natürlich noch wieder umlöten. So kann man es nicht lassen, vor allen Dingen nicht mit dem Lüfter, der nicht funktioniert.